Ich möchte die Pisse von Rüdiger Rell sein. Geil, ich muss kacken. Ich muss kacken, ja, genau. So, nochmal von vorne, das ist 1, 2, 3. Also, jetzt die Geschichte, darf ich jetzt loslegen? Ja. Also, dein Schlüssel, der Bart vorne, so heißt es, der ist abgebrochen. Das ist mir mal passiert. Da sollte nächsten Tag der Ministerpräsident von NRW kommen. Nee, von Niedersachsen. Da hatte ich eine Baustelle. Kampfmittelräumung in Eckartal im Harz. Hat es fürchterlich angefangen zu regnen und ich hatte so Halbschuhe an. Naja, die waren dann total verdreckt. Dachte ich mir, gut, dann holst du hier auf den letzten Drücker, holst hier noch schnell ein paar Gummistiefel, ein paar Bier und vielleicht zum Frühstück eine Milch und schläfst die Nacht im Auto. Weil war ja ein wichtiger Tag. Dann bin ich auf den letzten Drücker in Goslar angekommen. Hab mein Auto natürlich auf den Kuppelparkplatz gestellt, so schräg ruf, war ja 5 Minuten vor 8, da kommt eh keiner mehr. Bin reingerannt. Hab dann noch tatsächlich Gummistiefel gekriegt, ein Sixer Bier und eine Milch. Komme draußen an, ja. Will den Schlüssel reinstecken und stell fest, der Bart ist weg. Dachte ich mir, na, der kann bloß im Schloss stecken. Fang an, da drin rumzupopeln stundenlang. Kommt ein Auto an, was machen Sie denn hier? Ich sage, ich versuche mein Auto hochzukriegen. Ja, wir sind hier eine zivile Streife. Und ist ja interessant. Wo wollen Sie denn hin? Naja, morgen kommt der Ministerpräsident und ich brauche ein paar Gummistiefel. Mehr nicht. Dann kicken sich so das Auto ran. Das war natürlich, sag ich, nicht so viel räumt. Dann haben sie angefangen, an meinem Auto rumzufummeln. Haben das aber ohnehin gekriegt. Haben den nächsten angerufen. Kam noch eine Zivilstreife. Dann war es schon dunkel langsam, ja. In meiner Mittelkonsole stand offen und da war so ein bisschen Gras drin. Jetzt haben die angefangen, in meinem Auto rumzuleuchten, ob sie irgendwie anders rankommen. Ja. Dann haben sie festgestellt, okay, das wird alles nicht. Dann schlafen sie doch im Hotel. Ich sage, nee, kann ich nicht. Ich habe kein Geld. Ja, bloß eine EC-Karte. Und ich probiere halt im Hotel zu schlafen. Gegenüber war eine Spielothek. Bin ich in die Spielothek drin, stand ein kleines Schild dran. Fiat Panda zu verkaufen. Ich habe kein Geld, ich habe bloß eine EC-Karte. Dann würde ich den hier durchziehen und ich kriege den Panda. Naja, ist nicht mein Panda, ist von einem Kunden. Dann habe ich gefragt, ob wir das mit dem jetzt so machen können. Ja, immer durchgezogen, habe ich einen 500-Euro-Schein gekriegt. Jetzt hatte ich 500 Euro in der Tasche, sind wir da hingefahren zu dem. Total kaputter Typ war das. So lauter kleine Modelleisenbahnen und so und totaler Frickler und der Panda war totaler Schrotthaufen. Jetzt habe ich bei klirrender Kälte mit 500 Euro im Dunkeln da gestanden in Goslar, mein Auto auf dem Krüppelparkplatz, kilometerweit von meinem morgigen Termin entfernt und wusste nicht, wie ich die Nacht verbringen sollte. Hotels gab es auch nicht da in der Nähe. Bin ich zum nächsten McDonald's gelaufen. Habe ich mir Essen bestellt. Das kam dann auch und ich hatte noch ein paar Krümel Gras so in der Hosentasche. Die habe ich mir in meine McDonald's-Zeitung gemacht und habe angefangen zu bauen, war ja keiner da. Komm zurück zu meinem Tisch. Kommen die Bullen wieder rein. Alle Mann setzen sich zu mir an den Tisch, fragen, ob sie sich mit hinsetzen können, weil die haben mir geholfen. Ja. Ihr Essen ist fertig, dann komme ich mit dem 500-Euro-Schein, will bezahlen. Den 500-Euro-Schein nehmen wir ja nicht. Plötzlich hatte ich Geld. Jetzt sind die langsam wuschig geworden, wollten wissen, wer ich bin. Dann hatte ich diese komische Zeitung da auf dem Tisch zu liegen. Das ist dann noch gut gegangen. Dann haben wir die Nacht über. Wir wollten übrigens gerade los zum Golf, das machen wir dann auch. Wahrscheinlich ungeschnitten 30 Minuten, wird total langweilig. Jedenfalls habe ich mir die Nacht in der Tankstelle um die Ohren geschlagen. Inzwischen kam ein Kumpel mit meinem Wohnmobil angefahren. Dann sind wir am nächsten Morgen losgefahren zu diesem Laden. Da kamen dann morgens um 5 Uhr kamen die Ersten, haben sie uns nicht reingelassen. Dann musste ich mit dem Geschäftsführer reden. Und dann ist mir eingefallen, scheiße, wenn du den Bart wirklich, da er nicht im Schloss gesteckt hat, auf dem Weg verloren hast, da ist mir die ganze Zeit einer mit der Bohnermaschine hinterhergefahren, weil er sich aufgeregt hat, dass ich frische Bohnen seine Arbeit vernichtet habe. Ja, und er wollte meine letzten Spuren noch verwischen. Dachte ich mir, na, der Bart kann da bloß drinnen liegen. War so ein kleiner Teppich, da wo ich die Schuhe anprobiert habe. Da lag das Ding drauf. Jetzt sind wir mit dem Wohnmobil zur Werkstatt gefahren. Haben dort Sekundenkleber geholt, haben das Ding zusammengeklebt. Sind los, immer gestartet, ging auch alles, ja, gerade so, ja, und jetzt lief das Auto, jetzt konnten wir, haben wir uns nicht mehr getraut, das Auto wieder auszumachen. Hätte jeden Moment abbrechen können, ja. Ja.
Ja, und so weiter und so fort. Also, Katastrophe. Du hast ein Leica-Objektiver. Katastrophe. Katastrophe. Das ist ein Katastrophenfilm. Das wird ein direkter Katastrophenfilm. Und jetzt, pass auf, jetzt machen wir ein fürchterliches. Wir gehen jetzt in der Nähe von meiner Heimat. Zeig ihm mal, wo ich wohne. Ja. Donald findet das total geil. Aber wir müssen ein bisschen laufen. Soll ich irgendwas nehmen? Soll ich deine Tasche tragen? Nee, ist okay. Regiestuhl mitnehmen? Nee. Auch nicht. Handy? Lässt du halt liegen? Nee. Ja. Warte. Warte, genau. Mach eine kleine Pause. Und dann geht's los. Und keiner kann es halten, aber du machst mit. Ja? Du bist ja der Swinger hier bei. Das ist übrigens ein Damen- oder Junior-Eisen. Ja. Für mehr als nie reicht. Promisen. Gut. Machst du da noch Musik hinter oder was wird denn das überhaupt? Ich bin gespannt.